Hallo, heute neues Review von mir. Es geht wieder mal um Smartphones. Es geht um Arcos, hatte ich bisher noch nicht gehabt. Das 55 Platinum darf sich hier unter Beweis stellen. Es ist sehr gut verfügbar. Die großen Elektronikmärkte haben das. eBay hat das. Amazon hat das. In die verschiedenen Online-Shops. Kostet euch ungefähr 120 Euro, wenn er darauf besteht, dass es neu ist. Gebraucht ist es auch schon für 60, 70 Euro erhältlich. Und das ist dann schon mal doch ein richtig guter Deal. Denn die technischen Spezifikationen lesen sich jetzt auf den ersten Blick gar nicht mal so schlecht. 5,5 Zoll finde ich persönlich eine angenehme Größe. IPS, HD. Ein Quad-Core-CPU sagt uns jetzt so viel nicht. 13 Megapixel Hauptkamera sagt uns eigentlich nur was über die Auflösung, aber klingt auch schon mal nicht schlecht. 2 Megapixel Frontkamera, okay. Dual-SIM wird von den günstigen Smartphones hier nun fast immer unterstützt. Fusion Storage, was das ist, darauf gehe ich später noch ein. 8 GB Festspeicher, machen wir den Preisbereich eigentlich fast immer. Android 8.1, das kommt wohl erst noch. Android 5.1, also top aktuell. Dann haben wir hier Konnektivität, da ist jetzt der ganze Standard-Quatsch dabei, aber kein LTE. Habe ich bei dem Preis auch nicht erwartet. 5,5 Zoll kapazitiv, Multitouch, bla bla bla, hat man gerade. Quad-Core-CPU, hier nochmal die Taktfrequenz, 4x1,3 GHz, 1 GB RAM, das ist in dem Preisbereich auch absoluter Standard. Und hier nochmal die Kamera, extra Features, Wi-Fi, also wenn Arcos das als extra Feature bezeichnet. Ein SD-Slot haben wir, können wir ein bisschen den Speicher aufrüsten, Bluetooth natürlich, ist auch kein extra Feature, genauso wenig wie GPS. Okay, ein Radio. Nutzt eh kein Schwein. So, was lieferten uns Arcos hier alles mit? Das Handy habe ich natürlich schon ausgepackt. Wir haben hier ein Case, das sich nicht trennen will von der Verpackung. Ist so ein bisschen flexibel. Kann man auf jeden Fall haben. So, ein Handbuch. Man soll sich nicht täuschen. Nein, ein Handbuch ist es, glaube ich, gar nicht. Da geht es nur um Gewährleistung. Netzteil, USB-Kabel. Hier ist ein Handbuch, genauso ein Quick Start Guide. Noch mehr Blabla. Telefonnummern. Und ein hochwertiges Headset, das hier nicht mal in ihr. Nutzlos. Also der Lieferumfang ist doch eigentlich schon okay. Also gerade hier das mit den Case, das haben wir doch nicht. Hoppala. Nicht immer dabei. Kommen wir mal zum Eigentlichen, nämlich zum Arcos-Gerät. So, und was ich jetzt sozusagen im Lieferumfang nicht erwähnt habe, eigentlich gibt es noch eine Display-Schutzfolie. Die war schon vorinstalliert gewesen. Die habe ich abgemacht, um die Eigenschaften des Displays mir auch ein bisschen näher anzuschauen. Da ist zum Beispiel aufgefallen, dass. Gucken, ob ich das demonstrieren kann. Nee, kann ich leider nicht. Das Display, das verschmiert ziemlich schnell. Man hat jetzt hier einen perfekten Fingerabdruck auf dem Display. Dafür war wahrscheinlich auch von Arcos dann die Display-Schutzfolie schon vorinstalliert gewesen. Wenn ihr das Gerät eine Weile verwendet, selbst wenn ihr trockene Hände habt, verschmiert das Display immer weiter. Da entsteht ein richtiger schöner Film, der dann auch ein bisschen die Sicht auf das Display ein bisschen einschränkt. Also immer fleißig putzen oder euch oder schlichtweg die Display-Schutzfolie dran lassen oder eine andere holen. Tempered Glass zum Beispiel, die vorinstallierte Folie hier, die war nicht so doll gewesen, die hat ziemlich schnell zerkratzt. Also ich würde euch empfehlen, hier Tempered Glass zu holen und das drauf zu machen. Das würde auf jeden Fall das Display hier ein bisschen aufwerten. Aber ich würde sagen, das ist ein vertretbarer Mangel. Wie immer richtet sich meine Bewertung natürlich nach dem Kaufpreis, denn das Gerät kostet nun mal nur 120 Euro. Und da kann man nicht die Eigenschaften eines 500 Euro oder gar 800 Euro Smartphones erwarten. Es geht ja in meinen Reviews vor allem immer darum, ist das Gerät sein Geld wert? Wie steht es mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis? Gibt es irgendwelche Mängel, die die Benutzung des Geräts stark einschränken? Aber erstmal noch ein bisschen was zum Design und das Gerät mal von allen Seiten gezeigt. Wir haben hier oben den 3,5 mm Klinkenausgang auf der rechten Seite, den Power-On-Taster, der einen sehr guten Druckpunkt hat, sitzt aber ein bisschen locker, hätte die Verarbeitung ruhig besser sein können. Auf der unteren Seite haben wir den Micro-USB-Anschluss
Und auf der linken Seite die Lautstärke-Wippe, die auch so ganz leicht gewölbt ist. Finde ich super. Auch ein sehr guter Druckpunkt. Könnte an der Stelle aber auch etwas fester sitzen. Auf der Rückseite haben wir natürlich die Kamera, die vom Gehäuse absteht. Drunter ein LED-Flash, Arcos-Schriftzug und hier unten noch den Lautsprecher. Finde ich wieder nicht so gut platziert. Ich mag es, wenn es auf der unteren Seite ist, weil man den Lautsprecher beim Hinlegen abdecken kann. Und gerade auf dem Sofa zum Beispiel, wenn man es auf dem Kissen legt und dabei was laufen hat, dann hört sich das ziemlich dumpf an und das finde ich nicht so gut. Als kleines Designelement haben wir an der Seite einen Metallrahmen, der ist nicht durchgängig, sondern wird an den Ecken durch Plastik unterbrochen. Hier sieht man es ganz gut. Ich finde, das lässt das Ganze dann ein bisschen edler wirken und ist von Arcos soweit eigentlich eine ganz gute Idee gewesen. Das Gehäuse ist ansonsten komplett aus Plastik, aber das fühlt sich so wenig gummiert an. Das ist in dem Sinne vom Vorteil, als es besser in der Hand liegt und man Fingerabdrücke auf dem Gehäuse nicht so gut sehen kann. Ja, das sieht eigentlich immer alles ganz sauber aus. Das finde ich wirklich gut. Das Gerät ist ziemlich griffig und durch die 165 Gramm oder was das war, was das Telefon wiegt, ist auch schön leicht. Von der Haptik her also wirklich hervorragend. Die Verarbeitung könnte an sich aber etwas besser sein. Wir haben hier Spaltmaße zwischen Display und Gehäuse. Da kann sich Staub absetzen. Das wird mit der Zeit mit Sicherheit dann auch passieren. Das finde ich dann nicht so gut, weil man das nämlich auch schlecht reinigen kann. Ansonsten haben wir noch eigentlich ein recht gutes Verhältnis zwischen Display und Gehäuse. Das heißt, oben und unten, da sind die Ränder nicht so stark. Das finde ich ja sowieso immer gut, weil das Gerät insgesamt dadurch moderner wird. Und wir haben hier unten beleuchtete kapazitive Tasten. Und das finde ich auch ein Vorteil, weil wir dann auch nachts das hier richtig gut sehen können und dann nicht immer ins Leere tapsen. Also Design und Verarbeitung und Auswahl der Materialien ist für den Preis eigentlich schon überdurchschnittlich, würde ich sagen. Ich habe das Gerät jetzt auch schon ein paar Tage verwendet, nur zum Testen. Und ich fand es von der Haptik definitiv sehr gut. Könnte ich mir jetzt wirklich auch für den täglichen Gebrauch vorstellen. Wenn da die Konkurrenz halt nicht so groß wäre, mein LitTV gebe ich so schnell nicht wieder aus der Hand. Aber trotzdem, das Arcos ist auf jeden Fall nicht schlecht. So, das Display, dazu haben wir ja schon ein wenig was gesagt. Das ist 5,5 Zoll groß, HD-Auflösung, das bedeutet 1280 mal 720 Bildpunkte und IPS-Technologie. Das bedeutet hier im Speziellen, dass wir eine gute Blickwinkelstabilität haben. Es ist natürlich nicht 100% blickwinkelstabil, dafür ist das Gerät schlichtweg zu billig. Aber ihr könnt sehen, es sind jetzt keine großen Farbverfälschungen da bei den wirklich billigen Displays. Also die normalen LC-Displays zum Beispiel, da kann man ja das dann kippen und dann sieht man richtig, wie das Bild schon halb verschwindet oder die Farben invertiert werden oder irgendwas anderes. Das habt ihr bei dem Display hier nicht. Die Farbdarstellung, die Helligkeit, die Displayauflösung, das ist in dem Preisbereich hier wirklich hervorragend. Ihr bekommt mit dem Gerät wirklich ein richtig gutes Display, also für Multimedia richtig gut geeignet. Hier oben im Rahmen befindet sich dann noch ein Sensor, der das Umgebungslicht misst und dann die Displayhelligkeit für euch anpasst. Das finde ich aber ein wenig unausgereift, denn das Display ist ständig zu hell. Das mag auf der Straße ja alles ganz praktisch sein. Nur wenn man morgens zum Beispiel aufsteht und einfach nur auf die Uhr gucken will vom Handy, dann wird man dann weggeblendet. Da müsst ihr die automatische Belichtung ausstellen und dann euch dann halt hier die Helligkeit dann selbst variieren. Da kann man es dann dunkler machen, aber wenn ihr das einfach ganz runter regelt und dennoch die automatische Lichteinstellung aber anlasst, dann ist das Gerät in der Regel zu hell. Das ist ein bisschen nervig, aber letztendlich ist das Meckern auf hohem Niveau. Denn schlimmer wäre es, wenn das Display zu dunkel ist, weil dann könnt ihr das nämlich im Freien kaum ablesen. Gerade im Sommer dann, wenn die Sonne aufs Display ballert, ist man eigentlich immer ziemlich froh, wenn man das Display sehr hell einstellen kann. So viel zum Display. Kommen wir mal zum Betriebssystem. Wie schon erwähnt oder vorgelesen, läuft hier Android 5.1. Seitdem ich das Gerät habe, kam kein Software-Update raus. Ich weiß nicht, ob Arcos das Gerät hier pflegen wird und Software-Updates released. Bisher hatte ich jedoch
Keine Bugs oder Fehler festgestellt, Programme stürzen nicht ab, läuft alles stabil, ist alles installierbar. Wäre also nicht unbedingt notwendig, aber so ein kleines Update auf Marshmallow wäre natürlich auch nice to have. Ob Arcos das liefern wird, ist aber fragwürdig. Mir persönlich fehlen hier ein paar wichtige Sachen. Zum Beispiel haben wir keine vernünftige App-Steuerung, also wo wir die Rechte der Apps ein bisschen einschränken können. Gesten fehlen ja auch komplett, die ich mir auch gewünscht. Dafür haben wir ja Arcos Fusion Storage, das habe ich so auch noch nicht gesehen. Dann kann man den Speicherplatz, also die 8 GB, die das Gerät hat, und den Speicherplatz einer Micro-SD-Karte zusammenführen zu einem Speicher. Und das hat den Vorteil, dass wir dann Apps installieren können, auch wenn der Festspeicher schon voll ist. Denn wir wissen ja, wenn wir jetzt eine App aus den Play Store runterladen, dann wird also die App erstmal auf den internen Speicher installiert und lässt sich leider auch nicht immer auf die SD-Karte verschieben. Manchmal lassen sich auch nur Teile auf die SD-Karte verschieben und so 8 GB sind auch schnell mal voll. Und so kann man den Speicher zusammenführen und hat solche Probleme dann einfach nicht. Ansonsten haben wir als kleine Besonderheit noch hier oben diese Leiste, wenn wir im App-Drawer sind, da werden immer die letztbenutzten Apps angezeigt oder die am meistbenutzten. Das ist ein recht praktisches Feature. Da sortiert er das praktisch immer nach dem eigenen Nutzungsverhalten. Positiv ist ebenfalls, dass wir praktisch gar keine Bloatware haben, also nicht 5000 Arcos-Programme, die am besten auch nicht installierbar sind, plus noch eine Handvoll irgendwelcher Demos, die wir uns dann kaufen sollen für irgendwelchen Spielen oder Programmen. Hat Arcos hier komplett drauf verzichtet. Wir haben einfach nur die ganzen Google Maps. Was ihr ja seht, hier zum Beispiel GPS-Test und Gmail und bla 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 und der Boat-Browser und der Dolphin, das habe ich alles installiert, weil ich das Gerät natürlich auch benutzen muss, damit ich für euch hier einen anständigen Test machen kann. Wenn wir dann von der Hauptseite hier nach links swipen, da kommt dann hier allerhand Google-Kram, das Wetter und News und Google Now und was weiß ich alles. Und wenn wir dann noch weiter swipen, dann könnt ihr auch in euren Account. Das ist recht praktisch, wenn ihr viel mit Google unterwegs seid. Ich glaube, man kann das dafür aber nicht wegmachen, was auch nicht das Drama ist. Ihr könnt hier nach rechts dann noch mehr Seiten machen oder gleich den App-Drawer verwenden. Das Android läuft an sich recht flüssig. Das verdanken wir natürlich den Quad-Core-Prozessor und den 1 GB RAM. Das Scrolling, das geht hier eigentlich überall immer recht gut. Mache jetzt hier mal ein paar Bilderchen auf und scrollen uns hier mal durch. Da sieht man auch schon mal so ein bisschen die Qualität der Kamera. Darauf gehen wir natürlich dann gleich noch ein. Was machen wir mal noch? Hier mal ein bisschen Gmail, ein bisschen durchscrollen. Hier, das geht wirklich ratzfatz. Auch das Öffnen der Apps, das geht eigentlich relativ schnell. Hier noch ein Boat-Browser, wobei ich die Apps jetzt schon offen hatte. Die hat jetzt nicht noch extra. Bisschen Pitch to Zoom, sieht man hier, das geht ganz gut. Dann scrollen wir sie mal. Okay, gut, da gibt es nicht viel zu Arcos bei Wikipedia. Wenn man das auch jetzt, na gut, jetzt sieht man das nicht, muss ich gleich mal noch eine Nahaufnahme machen. So, und da haben wir auch schon reingezoomt. Das mache ich jetzt gerade nur, um euch ein bisschen die Auflösung nochmal des Displays zu demonstrieren. Denn die Seite wird hier gerade in Vollbildmodus dargestellt und man kann alles noch ganz gut lesen. Das ist alles noch nicht verpixelt und das verdanken wir halt der HD-Auflösung des Displays. Nun, das mag ja alles auch noch ganz flüssig funktionieren, solange wir nicht zu viele Apps im Hintergrund geöffnet haben. Denn sobald das der Fall ist, weil wir viel gearbeitet haben, weil wir viele Programme verwendet haben, dann fängt das Gerät mächtig an zu ruckeln. Da habt ihr Ladezeiten bei den Apps, die ihr startet. Ihr habt Ladezeiten, wenn ihr zum Beispiel die Tastatur einblenden oder ausblenden wollt oder wenn bei der Tastatur irgendwelche Wortvorschläge oder Google-Autovervollständigung. Das ist vollkommen egal, auch bei WhatsApp. Das fängt dann alles mächtig an zu ruckeln. Es kommt immer wieder zu Aussetzern und Wartezeiten. Und da müsst ihr einfach immer mal hier in den Task Manager die Programme alle beenden. Doof finde ich das irgendwie, dass es hier kein Mülltonne gibt oder irgend so einen Button, um alle Programme gleichzeitig zu beenden. Das müsst ihr alles immer per Hand machen. Ja, da kann man sich ja noch eine App runterladen, irgendein Task Manager, wo ihr das denn machen könnt. Also das ist jetzt nicht gravierend, das mit der Leistung, aber manchmal wenig nervig. Und das Ganze noch zu visualisieren, habe ich natürlich dann den Antutu Benchmark schon durchlaufen lassen. Da hat das Gerät ganze, na komm, 20.900 Punkte bekommen. Mache jetzt kein Update. Und zum Beispiel, also ja klar, die Taktfrequenz.
Ja, und Quad-Core-Prozessor, aber das sagt ja nun nicht alles. Wichtig ist ja auch noch, was für ein Prozessor das ist, und das ist hier ein Spreadtrum. Kenne ich jetzt nicht so unbedingt. Die anderen Geräte jetzt, die letzten, die ich gereviewt hatte, Alcatel zum Beispiel, auch Quad-Core-Prozessor, auch 1,2 GHz, aber da war es ein MediaTek gewesen, da ist man gleich mal auf 24.000 gekommen. Also ich glaube, Spreadtrum ist wahrscheinlich noch mal das billigere MediaTek, ich weiß es nicht. 20.900 ist auf jeden Fall ein bisschen knapp. Da könnte ich mir ein bisschen mehr Leistung würde ich mir wünschen, damit das Ganze noch ruckelfreier hier funktioniert. Positiv zu erwähnen ist aber dafür der Touchscreen. Das ist ja jetzt ja unabhängig nochmal vom Display. Der Touchscreen reagiert sehr direkt auf Eingaben, ist sehr schnell. Ihr könnt also auch ziemlich flott tippen, ohne dass ihr dann Buchstaben verschluckt oder irgendwelche Fehlerchen mit reinbaut. Oder Ghost Touch ausgelöst werden. Der Touchscreen ist richtig gut und damit ist das Handy auch irgendwo gut zum Arbeiten geeignet. Für alle Technik-Nerds, ich habe auch Geekbench durchlaufen lassen. Jetzt sehe ich aber dummerweise die Ergebnisse nicht mehr. Jetzt muss ich das nochmal durchlaufen lassen, habe ich keine Lust. Dann mache ich noch ein extra Video und da kommt dann Geekbench 3, da kommt dann Antutu mit den entsprechenden Punkten. Da könnt ihr euch das dann nochmal reinziehen. Einen kleinen Gaming-Test machen wir hier natürlich auch wieder. Need for Speed. No Limits, habe ich mir jetzt noch eingeschossen. Wir wollen ja was grafisch Anspruchsvolles. Außerdem können wir dann auch mal einen kleinen Test hier vom Lautsprecherchen machen. Da kann ich euch aber auch schon sagen, der Lautsprecher ist von der Leistung ausreichend. Also ihr könnt euch YouTube-Videos angucken. Aber der hat nicht viel Reserve. Also wenn es dann irgendwo ein bisschen lauter ist, dann hört er nichts. Wenn man den auf volles Programm macht, dann kann man sich ganz gut Videos anschauen. Man kann sich auch mal ein bisschen Musik anhören. Voller Lautstärke, dann ist das schon okay. Aber wenn ihr dann Umgebungsgeräusche habt, dann hört ihr nicht mehr sehr viel. Dann braucht ihr eigentlich entweder eine externe Box über im Klinke oder über im Bluetooth oder holt euch halt Kopfhörer. So, ich habe jetzt die Ladezeiten hier alle mal ein bisschen übersprungen. Das dauert einfach viel zu lange. Ah, jetzt quatschen die mich wieder voll. Bla bla bla. So. So, ja, das habe ich doch schon mal gespielt, die Map. Es spiegelt jetzt immer die Kamera so blöd im Display. Schon mal ein bisschen schräger halten. So, ich krieg den einfach nicht eingeholt, der ist viel zu schnell. Wo ist denn dein Wagen so gut? Ich sag ihm, dass ich auch ein paar von den guten Kisten haben will. So viel zum Gequatsche hier. Oh ja, kann man das wunderbar sehen, wo ich hier meine Daumen zum Lenken hatte. So viel zum Thema Display verschmieren. Hier ist der andere. Oh, da sieht man auch, wo ich mein Turbo immer gezündet habe. Hui. Fortfahren. Okay, ich denke mal, wir haben genug gezockt. Das Spiel lief ja mehr als flüssig. Halt nur die Ladezeiten, die sind echt brutalst. Die sind hier nochmal länger, als was ich bisher immer so getestet hatte. Aber wenn es immer läuft, dann läuft's, ne? Das macht man ja dann. Das Spiel startet man ja dann auch nur einmal. Und dann kann man ja lossuchten. Auch hier kann man mal ein bisschen wieder Multitasking testen. Nochmal rausgehen und wieder reingehen. Lädt er kurz. Leder lang. Und wir kommen irgendwann
kommen wieder zurück, wo wir waren, und können direkt weiter zocken. Wir müssen nicht nochmal ewig warten, dass er sich da auskäst. So viel dazu. So, gehen wir dann mal direkt über zur Kamera. Da hat man ja bisher als Information auf der Verpackung nur, dass es 13 Megapixel sind. Zumindest eine Hauptkamera. Frontkamera, die hat 2 Megapixel. Okay. Ja, kann man ja schon mal sehen. Hier das Android-Männchen. Und ich meine, man sieht auf dem Hintergrund den Tisch, man sieht den Tisch auf der Kamera. Und da sieht man doch mal, wir haben schon mal eine ganz schön starke Farbverfälschung. Auch allgemein, ich meine, gute Kamera ist hochauflösend, aber der Rest, den finde ich eigentlich ziemlich kacke. Die Optionen, die werden hier komplett ausgeblendet und es bleibt eigentlich nur das Bild. Kann man dann hier auf den drei Punkten, kann man das einblenden. Dann hat man hier die Möglichkeit, Frontkamera und Hauptkamera das umzuschalten. Blitz an und aus, HDR. Was ist denn das hier eigentlich? Ach, da werden dann so ein kleines Raster eingeblendet. Und dann habt ihr hier natürlich noch den Selbstauslöser. Die Option, genauer gesagt die Modi, die könnt ihr einblenden. Man kann das direkt machen, indem ihr hier rüber swiped. Jetzt habt ihr Panoramakamera und Video. Und wenn ihr jetzt nochmal auf das Zahnrädchen klickt, was ich nicht getroffen habe, dann kommt ihr in die Einstellungen. Da könnt ihr die Auflösung einstellen, Auflösung, Qualität der Kamera und für Video. Standort speichern, mache ich in der Regel nicht. Hier könnt ihr den Speicherpfad ändern von intern auf die Speicherkarte. Und hier unter Erweitert habt ihr ja eigentlich erstmal wirklich die meisten Einstellungen. Könnt ihr halt ein ISO, Kontrastsättigung könnt ihr, und Helligkeit könnt ihr dann nochmal manuell sozusagen hier ein bisschen euch so einstellen, wie ihr das gerne hättet. Meines Erachtens bringt das bei der Kamera aber nicht wirklich Punkte, da insgesamt die Qualität einfach zu schlecht ist. Wie sagt ihr, eine starke Farbverfälschung. Und das, der Blitzlicht, der ist nicht besonders hell, leuchtet das Objekt auch nicht besonders gut aus. Ich habe natürlich ein paar Fotos gemacht, die werde ich euch am Ende des Reviews dann mit anhängen. Die könnt ihr euch dann anschauen am Computermonitor und könnt selbst entscheiden, ob ihr die Qualität für den Preis ausreichend findet oder nicht. So, zeige ich euch noch ein bisschen den Autofokus. Der ist relativ lahm, jetzt auch nicht so zuverlässig, wie ich es gerne hätte. Und noch die Geschwindigkeit der Knipserei. Da machen wir aber mal das Blitzlicht aus. Batsch. Also ihr seht, er fotografiert nicht besonders schnell. Er fokussiert auch nicht besonders schnell. Hat man alles schon besser gesehen. Aber richtig schlimm wird es eigentlich erst, wenn... Na komm schon. Wenn wir das Blitzlicht einstellen. Passt mal auf. Ich habe schon gedrückt. Jetzt hat er's. Auch wenn man vorher fokussiert, braucht er einfach ewig mit Blitzlicht, um ein Foto zu schießen. Und wenn man zum Beispiel Katzen fotografiert, hat man da einfach ganz, ganz schlechte Karten. Machen wir mal HDR an. Bei HDR ist das ähnlich. Also. So, für den schnellen Schnappschuss, da könnt ihr wirklich das nur im normalen Modus machen. Habt ihr HDR an, habt ihr vor allen Dingen eben das Blitzlicht an, dann müsst ihr einfach ewig warten. Das ist echt unglaublich. So, die Frontkamera, die habe ich mir auch schon angeschaut, ein paar Bilderchen gemacht. Tja, was soll man sagen? Also zum Skypen, so dass man, da kann man das einigermaßen, also für Selfies kann man die nicht wirklich verwenden. Auch da werde ich zum Schluss an das Video noch ein paar Bilder dranhängen. Da könnt ihr das sehen, die Frontkamera ist wirklich nicht zu gebrauchen für Selfies, für soziale Netzwerke. So ist das viel zu niederauflösend, die Lichtausbeute ist miserabel. Die Hauptkamera finde ich persönlich schon ziemlich schlecht, auch für das Geld, aber die Frontkamera, die ist absolut nicht zu gebrauchen. Also die Bilder mit dem Blitzlicht, das dauert nicht nur ewig, um das zu knipsen. Auch die Qualität ist da ebenfalls zu schlecht. Das Blitzlicht, finde ich persönlich, ist mir zu dunkel, leuchtet nicht so regelmäßig aus. Also Fazit, die Kamera ist in dem Arcos einfach nicht wirklich gelungen. Videos machen genau das gleiche. Also für das Geld muss ich sagen, habe ich da schon was Besseres gesehen. Wenn ihr wirklich unbedingt so eine Top-Kamera braucht, weil ihr sagt, wenn ich in Urlaub fahre, dann benutze ich dann nur mein Handy. Ich habe keine Lust, meine extra Kamera mit mir rumzuschleppen. Da wäre das Gerät hier keine wirklich gute Empfehlung.
geht es von der Kamera mal direkt weiter mit dem GPS. Und das sieht leider nicht viel besser aus. Ich habe das in den letzten Tagen ein wenig getestet. Dafür benutze ich die App GPS Test hier auf meinen LiTV und dann natürlich hier das Arcos zum Vergleich. Natürlich bin ich hier in der Wohnung und habe da ohnehin einen schlechten GPS-Empfang, kriege aber normalerweise mit den meisten Geräten hier zumindest einen Fix rein. Das schafft das Arcos nicht. Und im Freien sieht das dann nicht wesentlich besser aus. Ich packe das dann mal hier wieder weg. Können wir mal schauen, ob es hier vielleicht irgendwann nochmal schafft oder zumindest mehr in Sicht bekommt. Und ja, im Freien. GPS-Test braucht da schon mal bis zu einer halben Minute, um überhaupt einen GPS-Fix reinzubekommen. Dann ist auch noch eine hohe Ungenauigkeit da. Und wenn ich dann Google Maps verwende, da sieht es dann nicht viel besser aus. Wenn ich mich zu Fuß navigieren lasse, dann bekommt er eigentlich überhaupt gar kein Signal oder hat es irgendwann extrem ungenau positioniert, mich dann in irgendwelche Gebäude rein. Beim Autofahren läuft das schon ein wenig besser. Da muss ich aber das Smartphone in eine Smartphone-Halterung reinmachen und vorne an die Windschutzscheibe machen. Lege ich das aber schon auf meinen Beifahrersitz, zack, auch der Empfang weg. Keine Positionierung mehr. Und wenn er mich denn positioniert hat, dann ist es meistens auch so ungenau, dass bei der Kreuzung die Abbiegerei zu spät angesagt wird und ich dann schon an die entsprechende Straße vorbeigefahren bin, oder er verliert einfach mal das Signal und braucht dann wieder Sekunden oder Minuten, um mich wieder zu positionieren, wieder einen Fix reinzubekommen. Also zur Navigation ist das Gerät nicht so gut geeignet. Wenn es jetzt mal um die Wetter-App geht, oder hier die Stadt sozusagen, dass er dann hier sagt, wo er euch da gerade befindet, ja, oder überhaupt irgendwo für die Kamera oder sowas, da mag das ja in Ordnung gehen. Aber für die Navigation ist das Gerät einfach nicht so gut geeignet. Dafür ist das GPS einfach viel zu unzuverlässig und der Empfang ist einfach zu schlecht. Und auch im WLAN-Test hat das Gerät leider nicht so gut abgeschnitten. Ich habe hier verschiedene Werte. Hier unten die beiden, das ist ein Raum vom Router entfernt. Dann habe ich hier einmal die 19 Megabit und die 12 gemessen. Das ist dann direkt am Router. Und hier oben 1,3. 4,3, 1,5. Hier hatte gerade mal Glück gehabt, ich weiß es nicht. Da war ich zwei Räume vom Router entfernt. Also man sieht dann einen Raum direkt am Router, zwei Räume, wie dann das Ganze nach unten geht. Der Empfang ist an sich eigentlich immer okay, aber die Leistung, die geht einfach mega in den Keller. Um mal Vergleichswerte zu ziehen, was normal wäre, also meine Leitung schafft 50 Megabit, das erreicht man aber über das normale WLAN nicht. Also 5G unterstützt das Gerät ja ohnehin nicht. Und mit den anderen Geräten, da komme ich eigentlich, wo ich hier die 4 habe, auf 20 bis 30. Das erreiche ich hier aber, also Megabit, das erreiche ich hier aber nicht mal direkt am Router. Und auch hier die 1,8, das müssten eigentlich jenseits der 10 sein. Also ich muss hier eigentlich feststellen, dass ich noch nie so ein schlechtes WLAN-Modul in einem Handy getestet habe. Die Werte sind hier einfach viel zu schlecht, wenn man auf hohe Bandbreiten angewiesen ist. Wobei ich mich schon frage, wo ich das beim Handy brauche. Dann seid ihr auch hier mit den Arcos nicht so gut bedient. Positiv war der Test von Bluetooth. Da gab es keine Probleme, connectet sich relativ schnell. Man kann sich auch ein paar Meter vom Gerät, vom Bluetooth-Gerät, also im Speziellen bei mir war es eine JBL-Box, kann man sich wegbewegen. Da bricht die Verbindung nicht ab. Also das Bluetooth-Modul war soweit recht zufriedenstellend. Über den Akku kann ich euch auch noch ein bisschen was sagen. Der liefert 2400 mAh. Klingt jetzt erstmal recht viel, aber wir erinnern uns, das ist ein HD-Display, welches durch den Sensor immer relativ hell eingestellt ist. Verbraucht hier also jede Menge Strom. Seid ihr normaler User, braucht ihr euch da keine Gedanken zu machen. Da kommt ihr gut über den Tag. Als Power-User, da habt ihr eure Probleme. Bei mir ist der Akku abends auf jeden Fall immer leer. Ich muss das Gerät jeden Tag laden. Und jeden zweiten, dritten Tag muss ich es dann auch tagsüber nachladen, weil ich nicht hinkomme. Eine Powerbank habe ich mir mal zugelegt, jetzt nicht im Speziellen für das Gerät, sondern für mein DTV, da habe ich auch die Probleme. Und habe die dann auch mal dabei, um das Gerät jederzeit nachladen zu können, gerade weil ich die Navigation verwende, weil ich die Kamera ständig verwende, weil ich ständig spiele, nicht Need for Speed, aber hier dieses Piano-Teil, das zocke ich immer mal gerne, meine gesamte E-Mail-Kommunikation, WhatsApp, SMS, läuft alles über mein Handy. Ich nutze auch ständig die Recherche im Internet, also mit dem Browser,
Und ja, da habt ihr dann immer mal eure Problemchen. Richtige Power-User sollten sich dann Geräte mit 4000 mAh zulegen, wenn sie denn nicht ständig nachladen wollen. Die Sprachqualität beim Telefonieren, die ja auch nicht ganz unerheblich ist, ne, ist ja mein Handy, mit der bin ich ziemlich zufrieden. Die Lautstärke von meinem Gegenüber, die ist ausreichend laut und mein Gegenüber versteht mich auch. Die Empfangsleistung jetzt in 3G, na, die würde ich als mittelmäßig bezeichnen. Jetzt sieht man, jetzt habe ich gerade meinen Balken, jetzt habe ich sogar plötzlich zwei. Wenn ich drüber rede, ja, da kommt es plötzlich. Also von da bin ich eigentlich ziemlich zufrieden. Zusammenfassend kann man jetzt sagen, auch gerade wenn es jetzt darum geht, kann man das Gerät empfehlen oder nicht, müsst ihr halt wissen, was ihr wollt. Wollt ihr, braucht ihr ein Gerät, wo ihr auf Navigation angewiesen seid oder auf ein gutes, leistungsstarkes WLAN-Modul, dann wäre das sicherlich nichts für euch. Wollt ihr mehr Multimedia, wollt ihr zum Beispiel spielen, dann wäre es wohl, oder Videos schauen, dann ist es schon eher was für euch, weil wir hier ein sehr schönes Display haben. Wir haben eine gute Blickwinkelstabilität und sehr gute Farben und auch eine ziemlich hohe Auflösung. Das macht dann richtig Spaß. Seid ihr aber auf Navigation zum Beispiel angewiesen, dann fällt das für euch schon wieder flach. Aber dafür gibt es ja eben solche Reviews hier. Denn rein vom Datenblatt sollte man sich auf jeden Fall kein Gerät kaufen. Da geht sowas einfach nicht draus hervor. Da steht dann einfach nur drin, dass halt ein GPS-Modul verbaut ist und natürlich WLAN mit den ganzen verschiedenen Standards. Wie gut und wie schlecht das ist, das kriegt ihr dann leider erst raus, wenn ihr euch das Handy schon geholt habt. Und dafür ist es natürlich zu spät. Bei der Kamera ist es ja dann besonders bemerkenswert. 13 Megapixel, viele denken immer, das wäre dann auch gleichzeitig die Qualität. Aber ich werde jetzt hier gleich am Ende des Reviews auch noch Bilder anhängen. Da könnt ihr euch das ja ansehen. Da bringt euch die hohe Auflösung überhaupt nichts, wenn die Bilder letztendlich verwaschen sind, farblos, beziehungsweise, naja, einfach beschissen. Ich hatte das Gerät ja nun 2 Tage in Verwendung gehabt und bin der Meinung, es ist eigentlich ein sehr praktisches Telefon, war mein Hauptgerät jetzt gewesen, habe also wirklich alles damit gemacht. Und ich finde, es ist gut designt, es ist gut verarbeitet, hat gute Leistungsdaten und wenn ihr euch mit den Nachteilen des Telefons abfinden könnt, dann würde ich euch da eine Kaufempfehlung aussprechen. Es hat ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis definitiv und bin der Meinung, dass Akkus hier echt gute Arbeit abgeliefert hat. Wenn euch mein Review gefallen hat, dann unterstützt mich doch, gebt mir einen Daumen nach oben oder abonniert meinen Kanal. Das motiviert mich, noch weitere Reviews zu machen. Das nächste Telefon ist auch schon im Anrollen, wird also kurzfristig ein weiteres Review geben. Habe ich hier an der Stelle irgendwas vergessen oder wollt ihr noch, dass ich auf irgendwas genauer eingehe? Dann schreibt es in die Kommentare, gehe ich drauf ein und dann bis zum nächsten Mal.